Willkommen zurück hier bei Spiritfarer auf der Nintendo Switch. Ja, wir sind nach wie vor dabei, Artrix großes Abendessen vorzubereiten. Und tatsächlich bin ich ein bisschen planlos, was wir sonst noch so machen. Vielleicht einfach mal hier langfahren. Ach, Thunfisch kann ich nur einmal sammeln. Dann lass doch einfach hier zu dem nächsten Thunfisch fahren. Ich hab den Thunfisch verbraten. Oh, dammit. Kann ich nicht mit Tomaten kombinieren? Gefühlt mit Fisch und Fleisch. Und Reismehl. Nee, Reis. Reismehl. Ich muss übrigens mal unbedingt unser Boot sauber machen. Gustav müssen wir noch warten. Ach, dann kommen die beiden mit zum Abendessen. Ein Abendessen? Arthur will. Mag essen, dann werde ich kommen. Ich werde mit niemandem reden. Vielleicht kannst du was Gebratenes zubereiten. Ein Corndog. Kümmere dich darum, Kundschafterin. Dafür brauchen wir bestimmt. Ich kann gerade gar nicht im Rezept gucken. Maismehl, das ich ja gerade auch herstelle. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich brauche eine Sous-Chefin. Sous-Chefin, keine Ahnung. Jemand, der mir dabei hilft, die ganzen Gerichte zuzubereiten. Ein guter Koch hat immer auch ein gutes Team zur Unterstützung. Eins kannst du mir glauben, Stella. Wir sind ein tolles Team. Ich werde aufschreiben, was jeder gerne hätte. Du musst es dann einfach nur zubereiten. Das ist ja der wichtigste Teil, du weißt schon. Gleich, ich wollte mal gucken. Ein Nebellichter. Fehlt nur noch Kristallglas. Und Seidenstoff, das können wir alles schon machen. Ach, und noch eine Seelenblume, ups. Und wir können verbessern. Ich bin gerne auf diesem Schiff. Deshalb habe ich mich gefragt, ob du mir vielleicht ein Haus bauen könntest. Du weißt ja noch, ich habe mit deinen Kindern und David auf einem Bauernhof gelebt. Umgeben von unberührter Natur. Wir hatten Hunde und Ziegen. Es war ein gemütliches kleines Bauernhaus. Es war nicht viel, aber es gehörte uns ganz allein. Was sage ich denn da? Das hast du auch schon für mich getan. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen, um zu sehen, wie flink du bist. Wie ich sehen kann, hast du immer noch einen scharfen Verstand. Da fällt mir ein, ich muss meine Küchenmesser schärfen lassen. Daryl, mein Freund aus Kindertagen, hielt das nie für nötig. Eines Tages schnippelt er Gemüse und einfach so hat sich die Klinge verbogen, ist zerbrochen und Messerstücke sind durch die ganze Küche geflogen. Die meisten davon sind in seinem Gesicht gelandet. Sein ganzer Kopf war wegen der Schnittwunden bandagiert. Seine Frau Hannah hat ihn verlassen. Nicht wegen der Schnitte, sondern weil er zwei Dörfer weiter eine geheime Familie hatte. Da sieht man mal wieder, dass man keinem Mann trauen sollte, der seine Messer nicht schärft. Also, ich werde, ich denke, ich gehe nach Haus. Das erinnert mich ein bisschen an Alice, das mag ich auch nicht unbedingt. Gemüsepastete. Corndog, Corndog. Gott, fehlen noch viele Rezepte. Maismehl und Schwein. Als ob wir jetzt kein Schweinefleisch haben. Der Mangel an Nahrung auf diesem Schiff ist deprimierend. So hungrig bist du. Du schon. Erstmal angeln. Ich muss sagen, die Musik finde ich echt geil. Also wenn es rot wird, immer mehrfach drücken und wenn es nicht rot ist, halten. Das ist echt eine ganz gute Taktik, nicht komplett loslassen. Ein weißer Thun.
So, kriegen wir denn in der Nähe Schweinefleisch hier? Da können wir aber auch mal hin. Lass uns mal zu Alex fahren. Ist das denn ein herzhaftes Gemüse? Sellerie herzhaft? Knoblauch macht keinen. Probieren wir es. Ich habe viel darüber nachgedacht. Es hat eine Weile gedauert, bis es mir klar wurde. Ich glaube nicht, dass ich hier glücklich bin. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse, wie unser Haus vor einem großen Abendessen riecht. Ich weiß, dass ich nicht nach Hause zurückkomme. Das ist einfach nicht möglich. Aber hier möchte ich auch nicht mehr sein. Mir ist klar, dass ich dann auch nicht mehr bei dir sein würde. Ich möchte eine Weile allein sein. Mir etwas Zeit für mich selbst nehmen. Vielleicht die Ruhe genießen, falls es überhaupt möglich ist. Danke, dass du mir zuhörst, Keimling. Ich weiß, dass ich manchmal schwer auszuhalten bin, aber ich möchte keinen Druck auf dich ausüben. Hoffentlich war das nicht zu viel für dich. Nicht allein sein. Ist das nämlich da der Silber? Nee, das ist Aluminiumdrache. Silberdrache ist irgendwo hier unten, oder? Das bauen wir auch noch neben Seide. Hast du einen Snack oder sowas? Kleiner Tipp, du musst immer einen Keks dabei haben oder Apfelmus. Das Gemüse, eklig. Ja, das Tennis ist echt schwer. Wow, danke, ist so lecker. Also Sushi mag er. Und hat wieder was gezeichnet, okay. Werde nicht am Essen, vergiss es nicht. Echt gerade zu viel los, Leute. Oh, warum denn schon wieder Bullebäs? Mann! Ich will so viel Seidenstoff brauchen fürs nächste Upgrade. Oh Stella, ich habe das fantastischste Angebot erhalten. Das ist ein Entwurf für eine Uhr. Eines der mächtigsten Symbole dafür, wie die Menschheit dann erstrebt, sich über ihr niedriges Dasein zu erheben. Denn das Messen der Zeit schlägt den Pfad zu ihrer Bilanzierung, was wiederum langfristiges Planen ermöglicht. Als die ersten Menschen mit diesem kolossalen und scheinbar zwecklosen Unterfangen die Zeit zu messen begannen, entfernen sie selbst aus dem Augenblick. Sie hörten auf, als Tiere zu überleben. Stattdessen begannen sie als Spezies zu überleben. Die Menschheit wurde geboren, als die Affen sich dazu entschlossen, Zeitmesser zu spielen. Oh, tut mir leid, ich bin abgeschweift. Wie dem auch sei, dieser neue Entwurf ist äußerst aufregend und ich vertraue ihn dir an. Maximalistische Uhr, okay. Das ist schon ein beeindruckendes Schiff. Man könnte es glatt als seetaugliches Dorf bezeichnen. Eine richtige Gemeinde. Erinnerst du dich noch an Dana? Das Blumenmädchen mit den wunderschönen langen roten Haaren? Du weißt schon, Dana. Sie ist mit ein paar Freunden in die Wüste gereist. Ihre Gruppe ist immer mit diesem Mann mit der langen Robe und dem seidigen Haar hinterhergelaufen. Sie nannten ihn Jimmy Jim.
Das kam mir schon immer seltsam vor. War Jimmy die Verkleinerungsform von James? War sein Nachname Jim? Das klang ja für nie wirklich natürlich. Man sollte doch erwarten können, dass ich dann für eines Kults besseren Namen ausdenken kann. Kult? Dann erzählte mir immer, dass sie auf der Suche nach einer neuen Art von Wasser waren. Und dass das Wasser in den Städten zu belastet war. Angereichert mit dem Schweiß der Stadt und schlechten Ohren. Deshalb mussten sie eine bessere, saubere Wasserquelle in der Wüste finden. Sie wollte immer, dass ich sie begleite. Sie meinte, dass dieses neue Wasser ein Heilmittel sei. Und dass sie eine wundervolle Gemeinschaft gründen würden. In der alle im Einklang mit anderen und der Natur leben würden. Tja, es hat nicht lange gedauert, bis sie alle am Verdursten waren. Der Brunnen, den sie gegraben hatten, war nach ein paar Wochen ausgetrocknet und sie kämpften um jeden Tropfen Wasser. Ich möchte damit wohl nur sagen, dass ich weiß, wie beschäftigt du bist. Du musst Dinge erledigen, dich um Leute kümmern, an verschiedene Orte reisen. Ich möchte nicht zur Last fallen. Ich muss es dennoch tun. Ich habe mir überlegt, wie ich dich für dein Engagement entschieden kann. Mir schwebt eine ziemlich tolle Idee vor, aber ich brauche deine Hilfe für den letzten Feinschliff. Ich habe mit einem anderen Passagier auf deinem Schiff geredet. Mit Namen habe ich es nicht so. Zumindest mit neuen Namen. Ich kann mich irgendwie nicht an deine Passagiere erinnern. Hier herrscht ja auch ein ständiges Kommen und Gehen. Ich habe jedenfalls erfahren, dass dein Schiff manchmal durch Glühwürmchenschwärme fährt. Glühwürmchen tragen hin und wieder Feuerglut mit sich herum. Na, sieh mal einen an. Du hast schon Feuerglut. Da müssen wir uns gar nicht abmühen. Wunderschöne, richtig scharfe Feuerglut. Oh, was soll's. Ich kann es nicht länger geheim halten. Erinnerst du dich noch daran, wie du ins Haus gezogen bist? Ich hatte schon mehrere Jahre dort gewohnt. Ein paar Monate nach Davids Tod hatte ich unser Haus verkauft. Zu Beginn waren die Kinder untröstlich. Aber sie waren nie dort. Ich nehme an, sie wollten nicht, dass ihre alten Zimmer irgendwie verändert würden. Aber zurück zu dir. Gleich am ersten Tag ging dein Kühlschrank kaputt. Du Ärmste. Mir war klar, dass du kein Geld hattest, um etwas zu essen zu bestellen. Erinnerst du dich noch, was dann passiert ist? Nein, woher auch? Oh, wie schade. Ich habe Suppe für dich gekocht. Aber nicht irgendeine Suppe. Meine absolute Lieblingssuppe. Laksa. Das war meine erste Mahlzeit, als ich ganz allein in der Stadt ankam. Ich war hierher gezogen, um näher bei meiner Schwester zu wohnen. Was für eine Reise. Ich war tagelang unterwegs. Aber als ich angekommen war, lud ich mit meinen Nachbarn Arania aus Wohnung 32b zum Abendessen ein. Damals waren Nachbarn viel freundlicher. Sie setzten mir Laksa vor. Das hatte ich noch nie gegessen, aber ich war sofort davon begeistert. Ein ganzes Jahr lang habe ich mich sicher mindestens einmal pro Woche bei ihr zum Essen eingeladen. Hoffentlich habe ich ihre Gastfreundschaft nicht überbeansprucht. Ihre Familie war so liebenswürdig. Scharfes Essen wurde jedenfalls zu meinem ultimativen Freundschaftstest. Wer das verträgt, verträgt auch mich. Und du hast den Test mit Bravour bestanden. Ich konnte dir zwar nicht mit deinem Kühlschrank helfen, aber ich konnte dich mit Essen versorgen. Mein Geschenk für dich ist Aranias Familienrezept. Ich kann es nicht mehr zubereiten. Nun ja, das stimmt so nicht. Ich glaube nur, dass ich in meinem Alter schon oft genug gekocht habe. Jetzt kann niemand anderes das Zepter übernehmen. Wenn du Laksa kochst, können wir es vielleicht gemeinsam genießen. Dazu brauchst du einfach nur Feuerglut und... Feuerglut und das köstliche Getreidepulver. Tut mir leid, die Zutat ist mir entfallen. Du musst wohl selbst herausfinden, was fehlt. Wenn ich eine Schüssel Laksa vor mir hätte, würde es mir bestimmt wieder einfallen. Wäre das nicht traumhaft? Feuerglut und Weizenmehl? Kleinerer konnte ich aber Weizen nicht bearbeiten, oder? Ich habe, glaube ich, auch gar keinen Weizen. Ah, wenn ich schon dabei bin. Kurz mal ein bisschen Öl. Ich glaube, ich immer noch nicht weiß, wie ich jetzt die Sonnenblumenkerne eigentlich wieder angepflanzt kriege. Ich habe die ja mal angepflanzt. Ich hatte ja Sonnenblume irgendwie. Hier geht nicht. Nicht irgendwie. Nun gut, wir hauen uns mal hin und dann können wir am nächsten Tag erstmal mit zum. Ah ne, ist noch zu früh. Ich muss auch mal wieder mehr reisen und ein paar Kisten vor allem mitnehmen. Ach, das war ja gar nicht der mit dem Absprungding, oder doch? Germinal.
habe ich das jetzt hier verwechselt? Zum Reisen oder ja. Und auf jeden Fall sind wir auf dem Weg Thunfisch. Kriegen wir auf jeden Fall. Also Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt reisen. Oh. Ist denn jetzt der Motor aus, nur weil Francis hier ist? Alter Schuh, mega. Das sind echt aufwendige Sachen mittlerweile. Weil Leine brauchte ich eigentlich nicht mehr. Oh, die könnte ich verkaufen, ne. Ach, Arsch wird schon viel zu lange nicht mehr geknuddelt. Was machst du? Wo gehst du hin? Jetzt, ich werde den Geheimnis verraten. Wenn du nicht plapperst, passiert dir auch nichts. Wusstest du, dass Knoblauch über geheime Kräfte verfügt? Ja, ich weiß schon. Klingt weiter geholt, aber stimmt. Meine Mutter, die den Tag Knoblauch gegessen ist, nie krank geworden. Deshalb war mein Lieblingsessen auch schon immer Knoblauchbrot. Da ich blieb mein Körper immer in Topform. Aber dieses Geheimnis musst du mit ins Grab nehmen. Ach, die wollten Knoblauchbrot haben, oder? Morgen, Rowdy. Das ist noch kein Tuner. Nicht, dass ich die Tunerstelle verpasse. Ich bin bestimmt schon im Tunnelgebiet vorbei, oder? Auch schon lange. Das ist ein Mist. Das habe ich für dich gezeichnet. Ach, von Astrid. Genau, gucken wir mal, was brauchen wir denn für Gustav immer drin. Gold, Kristallglas und Rotgold. Alter. Sechs Kristallglas und Seidenstoff. Kann's nicht vertragen. Du magst doch bestimmt Kuchen. Da sind die Seidenfäden. Das jetzt gereicht hat, ich mache nochmal zwei.
jetzt einmal kurz angeln und dann geht's weiter. Bisschen kalt hier nämlich. Ah, darauf habe ich da gewartet. Weil der echt wieder spinstig ist. Laufflossen tun. Was war's jetzt nochmal für eine Platte? Kristallglas. Quarzpulver, okay. Ist das in großer Reichweite? Quarzpulver brauche ich. Oh, Klebstoff. Müssen auch gleich die Kisten kommen. Genau, die warte ich mal kurz ab und dann können wir weiter gucken. Und Aluminium ist auch geil. Klebstoff kann man kochen? Das klingt irgendwie ungesund. Knoblauch, herzhafter geht's ja nun nicht mehr. Das war unglaublich, Riesenhut. Lass uns noch verrückter sein. Gehen wir zum Webstuhl, spielen wir mit dem Zerkleinerer. Lass uns experimentieren. Oh, das Säure. Bitte, 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 sag ja, sag ja, sag ja, bitte, bitte, ja, 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 super. Jetzt ein bisschen mehr, mit dem du es versuchen kannst. Die anderen reden über ihre Häuser. Was hat's damit auf sich? Das verstehe ich nicht. Jeder hat sein eigenes Baumhaus. Für sich allein? Warum die ganze Anstrengung? Meine Eltern würden das nie erlauben. Ein Haus für alle? Das ist viel sinnvoller. Da muss man weniger putzen. Warte mal, könnte ich auch ein Haus haben? Nur für mich? Okay, 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 okay. Ich brauche Papier. Ja, Papier. Bring mir Papier. Ich glaube, ich weiß, wie man welches herstellen kann. Meine Mama hat immer ein paar Sachen zusammengemischt, um Papier zu machen. Das könntest du auch tun, oder? Hurra, danke. Du bist auf der Riesenhut. Selbstgemachtes Papier. Okay, du hast Sägespäne und Klebstoff gefunden. Ach, aber so würde meine Mama kein Papier erstellen. Das Papier wäre toll. Total dilettantisch, das hat meine Mama mit mir gesagt. Da kannst du beide Dinge trotzdem kombinieren. Vielleicht wird es sogar noch besser. Ich weiß nicht, jetzt musst du nur herausfinden, wie du es tatsächlich herrschen kannst. Vielleicht könntest du es erhitzen. Ja, versuch das zu kochen. Alle guten Dinge werden gekocht, oder nicht? Glaube ich zumindest. Ich darf nicht in die Küche. Ich mach Fehler.
Nachwuchsarchitektin, okay. Aber jetzt geht's erstmal an Land. Das war viel Stanley-Gespräch irgendwie. Scharf. Nicht Essen geben, dann nehme ich's nur mit. Mir draußen die Füße ab. Okay, abgeschlossen. Hier war ein Schrein. Ohne Schüsse reinkommen soll. Da hätte ich, glaube ich, schon alles abgegrast, dann war es jetzt nur für Schweinefleisch. Hast du den Leuchtturm? Oder war der hier unten irgendwo? Ich glaube, der war's. Dann gehen wir doch mal hier zu Alex rüber. Ja, Leute, geht doch. Ja, Corn Dog wollten wir machen. Es fehlt immer noch Seidenstoff und Silbererz. Achso, das waren ja schon ein paar Ressourcen. Instantan rot wird. Wie gesagt, dieses Minispiel habe ich am wenigsten verstanden, glaube ich. Und dann wollten wir noch Pommes machen. Und dann Papier mal probieren.
Da hätte ich auch Schweinefleisch kaufen können. Geht doch. Bei den elf Sternen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Die Auserwählte. Die Seelenfährfrau. Ein flüchtiger Blick auf dein weißes Segel am Horizont voll strahlender Hoffnung und Tugend war genug, um meine Seele zu erhellen. Ein Blick nur auf deine glorreiche Galeone versetzt mein Herz in ehrfürchtige Raserei. Holla sei gepriesen. Du bist hier, Kommandantin. Deine erhabene Präsenz gebietet es eben, sich zu verneigen. Ich bin Bak, dein ergebener Diener und Erzähler. Meine Bescheidenheit an Bord deines illustren Schiffs wird dich auf den Weg des Ruhms führen. O möge die strahlende Feder ein Hut auf alle Zeiten segnen. Was für ein bedeutsamer Tag. Die Freude, die mich übermannt, ist so groß wie der Berg Faradras. So weit wie das große Meer. Auf zum Schiff. Also Punkt 1, ein bisschen Herr der Ringe-Vibes hat das jetzt schon gehabt. Punkt 2, das ist der erste Geist, den wir jetzt in der Oberwelt sehen, der schon eine Form hat. Tomatenpizza. Oh, Pizza wäre es geil. Hä, ist doch offen? Ich wieder so eine komische Glühbirne. Na schön, wie die Sternbilder im Hintergrund zu sehen sind. Wie es so aussieht, haben wir einen neuen Fahrgast, Leute. Damit habe ich also gar nicht gerechnet. Worte können meiner unbändigen Freude kaum Ausdruck verleihen, Kommandanten. Freude über meine bescheidene Anwesenheit hier an Deck. Aber auch darüber zu den Sternen aufzublicken und ungeduldig auf unsere weiteren Abenteuer zu warten. Kommandanten, die Bürde der Weisheit lasst es schwer auf meinen schwachen Schultern. Ich muss dich über meine Mission informieren. Die quälenden Launen des Schicksals selbst haben dir diese Aufgabe auferlegt, die von allergrößter Bedeutung ist. Dank deiner Stärke kann der grausame und schreckliche Lichtgott Gorn Nemlos endlich besiegt werden. Ich finde geil wie... Uah, uah. Führe einen Furchtwurf durch. 15. Du fühlst wie ein kalter Schauder dein Rückgrat hinabkriecht. Doch dein Mut obsiegt und dein Geist bleibt klar und ruhig, als du seinen Namen hörst. Gorn Nemlos möchte die Sonne erobern. Er plant, das Licht selber zu stehlen. Du musst ihn sofort aufhalten. Nur deine Kräfte können die Welt vor diesem unheiligen Komplott bewahren. Das Bollwerk der Sterne wird den Himmel wieder heilen. Jedoch, bevor wir uns weiter mit dem heimtückischen Plan des Lichtgottes befassen, müssen wir einige Vorkehrungen treffen. Dein ergebener Erzähler hier benötigt etwas, bevor wir unsere große Reise fortsetzen können. In den düsteren Gassen von Ashborough Lane gibt es ein Warenhaus, das für mich von größtem Interesse ist. Ein Basar, dessen vergoldete Schränke Artefakte epischen Werts und größter Seltenheit bergen. Der Inhaber, ein exzentrischer Ladenbesitz, ist ebenso schäbig wie skrupellos. Dieser Schurke besitzt eine einzigartige Schriftrolle, die ich begehre. Auf dieser magischen Schriftrolle befindet sich der detaillierte Entwurf für einen ganz besonderen Magierturm. Ein Schlupfwinkel der endlosen Wunder. Nur mit dieser Schriftrolle kannst du ihn bauen, damit ich, dein untertäniger Chronist, dort mein Lager aufschlagen kann. Vorwärts, begeben wir uns zur elenden Küste der Smaragdstadt. Ashborough Lane ist schließlich irgendwie grün. Okay, wir haben einen D&D-Spieler an Bord, ein Dungeon Master. Irgendwie ist er mir sympathisch. Aufgeregt und nerdig, gefällt mir. Dann haben wir erstmal unsere Pommes. Klebstoff und Sägespäne und alles. Das dauert eine Weile. Der Tag ist auch vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin nach wie vor komplett planlos. Wir haben eine Menge Aufgaben. Wir gehen denen nach. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.